Ciao, 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 meine Schalker-Freunde, Sportskameraden, YouTube-Freunde. Ja, ob man das sich nicht so gewünscht hätte oder sagen wir so, man hätte was ahnen können. Der erste Spieltag der zweiten Bundesliga, ein Kracher. Oh, Schalke gegen Hamburg, Freitagabend 20.30 Uhr. Ich bin jetzt mal ehrlich, ne? Jetzt sage ich meine Meinung dazu. Das ist doch alles geplant. Die wollten doch bestimmt dieses Spiel als Spitzenspiel haben, erster Spieltag, Einschaltquoten fürs Fernsehen. Ist ja klar, sofort bei Schalke Hamburg, zweite Liga. Ich lach mich kaputt, ich schwöre. Keiner sieht ja die Auslosung, wie sie die auslosen. Mann, die haben das schon geplant. Schalke Hamburg, das ist ein Kracher. Sofort auf den Freitagabend. Die Einschaltquoten gehen direkt hoch. Bam! Live-Spiel auf, ich weiß nicht, auf welchem Programm, ist ja Free TV, frei für alle. Da war keine Überraschung für mich, weil man hatte es sich schon geahnt. Schon mit Kollegen oder Arbeitskollegen habe ich schon drüber gesprochen. Ey, pass mal auf, erster Spieltag wird bestimmt Schalke Hamburg sein. Und dann ist das wirklich so. Ich lach mich wirklich kaputt, ohne zu liegen. Ist geil, geiles Spiel, Schalke Hamburg. Direkt geht's zur Sache für uns. Und der zweite Spieltag in Kiel. Holstein Kiel. Direkt sofort zweiter Spieltag in Holstein Kiel. Der dritte Spieltag Erzgebirge Aue, dann RL Aalen und dann fünfter Spieltag Düsseldorf. Aber Hamburg, meine Meinung, das war geplant. Das war geplant mit Einschaltquoten. Ist so. Meine Meinung. Aber ich freue mich schon. Schalke Hamburg am 23. Juli, 20.30 Uhr. Topspiel in der zweiten Liga. Ja, und dann sagen wir zum siebten Neuzugang. Herzlich willkommen bei Schalke, Marvin Piringer. Ich musste auch erstmal überlegen, wer ist denn das? Schon gestern Abend habe ich Nachrichten gekriegt. Ehrlich gesagt. Oh, wer ist das? Marvin Piringer, 21 Jahre alt, 1,89 Meter groß. Kommt vom SC Freiburg, U23. Sie haben mit ihm geplant für die erste Mannschaft, später für die Profimannschaft, weil sie in denen ein Talent sehen. Aber er hat das ja schwierig bei Freiburg, da sich gegen Nils Petersen und Vincenzo Grifo sich durchzusetzen. Da hat in der U23 gespielt. In 60 Spielen hat er 21 Tore gemacht. Für einen U21-Spieler gut. Für einen U21 ist das eine gute Quote. Dann wurde er letztes Jahr, das letzte halbe Jahr, an Würzburger Kickers zweite Liga ausgeliehen, damit er da mehr Spielpraxis kriegt. Er wollte sich auch anbieten. Hat da bei Würzburg in 20 Spielen 6 Toren und 2 Vorlagen gegeben und war direkt an einem Drittel aller Treffer von Würzburg direkt beteiligt. Das ist eigentlich eine gute Quote für einen 21-Jährigen, der sofort von der Regionalliga in der zweiten Liga reinkam. So, seine Hauptposition ist Mittelstürmer, aber er kann auch links außen spielen oder hinter den Spitzen. So, wir haben ihn eine Laie bis Ende der Saison, eine Laie plus eine Kaufoption. Aber über die Kaufoption stand bisher nichts drin. Habe auch nirgendwo was gelesen. Aber schauen wir mal. Dann gehen wir mal. Jetzt ist die Gerüchteküche hoch. So, wir holen einen Stürmer. Brauchen wir ja. Wer geht denn jetzt von den jungen Stürmer? Kutucu? Vielleicht Hoppe? Matondo? So wie Matondo planen sie ja nicht. So, Hoppe kommt später. Stößt später dazu, das heißt, weil Golden Cup mit Amerika, du weißt ja nicht, wie lange, spätestens September wird er dazu stoßen, dann muss er wieder die Vorbereitung machen, er muss ja dann wieder im Saft kommen, er braucht da auch Stürmer. Aber ich bin gespannt auf diesen Marvin Piringer. Schreibt ihr in die Kommentare, ob ihr den Spieler mal gesehen habt, wie er spielt. Er soll ja wirklich ein Talent sein, wirklich hochmotiviert auch. Er will gerne auf Schalke spielen, er will sich präsentieren, er will zeigen, was er drauf hat. Bin ich gespannt. Ich lasse mich wirklich überraschen. Das ist unser siebter Neuzugang, Marvin Piringer. Willkommen, herzlich willkommen beim geilsten Club der Welt, beim FC Schalke 04. So, schreibt in die Kommentare, was ihr zu Schalke Hamburg sagt und zum Marvin Piringer. So, das war's. Ich wünsche euch alle ein schönes Wochenende. Euer Schalke.
Amen.